St. Ludgerus in Rheine, eine Filialkirche in der Großpfarrei Heiligkreuz mit insgesamt 11.000 Gläubigen. Für Pastoralreferent Thorsten Wellenkötter beginnt der Arbeitstag hier, mit der Eucharistie. Auf ihn warten heute wieder vielfältige Aufgaben im Seelsorgeteam. Ein besinnlicher Start in den Arbeitstag hilft ihm, diese in den Blick zu nehmen. Gottesdienst feiern ist mir sehr wichtig, auch für meinen Dienst als Pastoralreferent, sei es morgens hier in der Ludgeruskirche oder abends in der Basilika, in der Eucharistie oder auch in den vielen anderen Formen der Gottesdienste, die wir in unserer großen Pfarrei haben. Aus der Eucharistie schöpfe ich erstmal Kraft und ich erlebe auch nochmal Gemeinde ganz intensiv. Und ich denke, dass das ja unser Mittelpunkt unseres Dienstes und unseres Tuns ist. Und das Wort Gottes da zu hören und zu feiern, das soll Grundlage meines Dienstes ja auch sein. Im Anschluss geht es für ihn zur Vinzenzkonferenz ins Pfarrheim. Gremienarbeit für Menschen in der Gemeinde, die in Not geraten sind. Hier wird beraten, wie Hilfe organisiert werden kann. Wellenkötter ist häufig konfrontiert mit den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Nicht selten kommen die Menschen mit ganz konkreten Bitten zu ihm. Sein Einsatz in diesem Bereich ist für ihn selbstverständlich. Also die Zuwendung zu den Menschen ist, glaube ich, dass Jesus uns da einen Auftrag gegeben hat. Ihr sollt Gott lieben und den Nächsten lieben und das miteinander zu verbinden. Und das ist das Wichtigste. Und ich denke, da probieren wir auf unsere Art, das hier umzusetzen. Das kann Spaß und Freude bereiten. Vor allen Dingen, wenn man merkt, dass man Menschen damit auch wirklich helfen kann und dass wir es ernst mit ihnen meinen und sie auch mit uns. Der nächste Termin. In der Tagesstätte St. Antonius warten bereits die Kinder auf ihn. Gemeinsames Singen und Tanzen oder kleine Gespräche. Ein spielerischer, manchmal erster Kontakt mit der Kirche. Dazu gehört auch das Gebet für einen Jungen der Gruppe, der schwer verletzt im Krankenhaus liegt. Wellenkötter hat es in der Seelsorge mit Menschen jeden Alters zu tun. Kindern, Jugendlichen, Familien, Senioren. Und er trifft sie in den unterschiedlichsten Situationen. Etwa in der Gruppenstunde, in Gottesdiensten oder auch auf dem Friedhof, wo er Beerdigungen begleitet. Menschen lassen sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise ansprechen. Und das Schöne bei uns Seelsorgern ist ja, dass wir mit ihnen tiefer ins Gespräch kommen können, tiefere Begegnungen haben, als man das vielleicht so auf sachlicher oder auf dem Amt hat, sondern dass wir tief ins Gespräch kommen oder tiefe Begegnungen miteinander kommen. Mir wird großes Vertrauen entgegengebracht und ich fühle mich dadurch bereichert, dass Menschen sich mir öffnen und manchmal auch Dinge von sich preisgeben, die sie vielleicht nicht jedem anderen auch erzählen würden. Nach der Mittagspause warten die Messdiener auf Wellenkötter. In St. Ludgerus steht die Probestunde für den liturgischen Dienst auf dem Programm. Einkleiden, erklären, Einblicke geben in tiefere Bedeutungen. Gott feiern und verstehen in den unterschiedlichen Formen des Gottesdienstes. Eine Herzenssache für Wellenkötter. Ich glaube, viele Menschen tun sich schwer mit der Liturgie oder haben schweren Zugang dazu. Und da ist mir auch mitten Anliegen, Liturgie so zu gestalten, dass es über die Sinne, über Kopf, Herz und Hand so geschieht, dass Menschen doch einen Zugang zu Gott finden in der Art, Gott zu feiern. Und da kann ich meinen Beitrag zu leisten. Ein Beitrag, den er intensiv vorbereiten muss. Die Arbeit in seinem Büro neben der St. Antonius-Basilika gehört fest zum Tagesprogramm von Thorsten Wellenkötter. Hier plant er, wie er die Menschen im Glauben ansprechen kann, hören kann, was sie bewegt und Antworten auf ihre Fragen finden kann. Das verliert für ihn nicht an Reiz. Spannend, mich fürs Evangelium einzusetzen. Die Botschaft des Evangeliums beeindruckt mich und dann dieser Dienst mit den Menschen in den unterschiedlichsten Facetten, das finde ich beeindruckend, das macht auch Freude. Das hat ja mit dem Leben zu tun und zu jeder Lebenssituation gibt es auch irgendwas, was ich schon mal irgendwie in der Bibel gelesen habe oder in anderen Zusammenhängen gehört habe oder was ich darauf anwenden kann, den Eindruck habe ich schon. Manchmal gibt es natürlich auch die Konstanze, dass ich nicht weiß, dass ich vom großen Fragezeichen bin und offen sein muss für gewisse Dinge. Situationen, in denen der Austausch mit den anderen Seelsorgern der Pfarrei wichtig ist. Wellenkötter arbeitet mit Priestern, Diakonen und einem weiteren Pastoralreferenten in einem 7-köpfigen Team eng zusammen. Im Seelsorgeteam fühle ich mich sehr aufgenommen und wohl. Ich finde, es gibt dafür ein schönes Bild, das ist auch ein biblisches Bild. Das kommt beim Korintherbrief vor. Wie der Paulus sagt, es gibt den einen Baum und alle bemühen sich darum, dass dieser Baum möglichst gut wächst. Der eine gießt, der andere pflanzt, der andere lockert den Boden auf. Und so verstehe ich eigentlich auch unsere Arbeit im Seelsorgeteam, auch die verschiedenen Berufsgruppen, dass wir alle an der einen Sache gemeinsam miteinander zusammenarbeiten. Natürlich kommt es auch mal zu Auseinandersetzungen, aber es geht um die eine große Sache.